Da ist man aber auch komplett frei, wann und wie man das macht. Ob man jetzt Physik, Biochemie, Elektrochemie, Green Chemistry, was auch immer. Heute dreht sich alles um das Sustainable Management and Technology Studium an der TU München. Inhalte, Voraussetzungen, Berufsaussichten, all das und noch mehr heute mit Luise. In diesem Sinne, ganz viel Spaß. Luise, cool, dass du dabei bist. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Hi, schön, dass es geklappt hat. Ich bin Luise, ich bin gerade 20 geworden und bin jetzt in meinem dritten Bachelorsemester von Sustainable Management Technology an der Technischen Universität München, also kurz TUM. Ich studiere allerdings nicht in München, sondern in Straubing und in meiner Freizeit backe ich sehr gerne und koche sehr gerne und trainiere momentan für einen Triathlon, bin aber schon sehr lange begeisterte Langstreckenläuferin und Rennradfahrerin. Ansonsten bin ich nebenher noch Werkstudentin und engagiere mich ehrenamtlich bei Rotex und in unserer Fachschaft. Was genau ist denn eigentlich das Ziel des Studiums und was hat dich dazu bewegt, das Studium zu beginnen? Ich hatte im Abitur die Leistungskurse Mathematik und Wirtschaft und habe dann so circa ein Jahr vor meinem Abitur entschieden, dass ich in die BWL-Richtung gehen möchte und habe dann dementsprechend auch Recherchen betrieben und hatte dann tatsächlich auch die Möglichkeit, mit einigen Professoren an deutschen Universitäten zu sprechen und habe mir dann so im Prinzip meine Top 3 Universitäten rausgesucht und dann habe ich mir dementsprechend mal angeschaut, was die TUM denn so im BWL-Bereich zu bieten hat, was es da für Angebote gibt und bin dann auf SMT gestoßen, also auf Sustainable Management and Technology. Und als es dann darum ging, einen Studienplatz anzunehmen, habe ich mir einfach die Modulpläne genommen. Die kann man sich ja im Internet anschauen und die dann verglichen und mich dann für SMT entschieden, weil SMT dann doch sehr viel breiter aufgestellt ist als die reine BWL durch diesen naturwissenschaftlichen technischen Aspekt. Es ist auch ein englischer Bachelor, und ein Bachelor of Science und der Nachhaltigkeitsaspekt zieht sich eben durch den gesamten Modulplan hindurch und aus meinen bisherigen Erfahrungen kann ich das auch alles bestätigen. Also es ist dann doch sehr viel technischer, einige Fächer, die man dann damit machen muss oder machen darf. Und das gefällt mir auch im Nachhinein sehr, sehr gut. Die TUM genießt international einen sehr, sehr guten Ruf, was die Forschungsqualität und Lehrqualität angeht, und eben auch den Bezug zu anderen Firmen. Also was Auslandssemester angeht und internationale Kooperation, ist die TUM wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und wie genau ist das Studium aufgebaut? Also im ersten Semester SMT müssen alle Studierenden die sogenannten GOPs bestehen. Das sind grundlagenorientierte Prüfungen. Für SMT sind das vier Prüfungen, die alle relativ mathelastig sind. Das ist einmal Microeconomics, also Betriebswirtschaftslehre, Management Science, das ist das Lösen von linearen Optimierungsproblemen, Statistik und Mathe. Und die muss man in den ersten 3 Semestern bestanden haben, diese Prüfungen, beziehungsweise man muss 3 von diesen 4 Prüfungen bis dahin bestanden haben, sonst wird man exmatrikuliert. Das Schöne daran ist aber, sobald man diese 3 von 4 bestanden hat zum dritten Semester, hat man für das vierte Fach, was man vielleicht nicht in den ersten Versuchen geschafft hat, und alle anderen Prüfungen danach so viele Versuche Zeit, wie man eben braucht. Die einzige Bedingung dazu ist, dass man das Ganze in 8 Semester schaffen muss. Also wir haben eine 8-Semester-Kappe. Wir dürfen nicht länger als 8 Semester studieren. Die Regelstudienzeit ist allerdings 6 Semester und aufbauend auf diesen GOPs geht es dann eben weiter. Bis zum vierten Semester hat man relativ viele Pflichtmodule. Da sind dann noch Sachen dabei wie VWL, wie Introduction into Business Law, Accounting, Circular Economy, Empirical Research Methods, Financial Management, Green Marketing und so weiter. Und man kann und soll dann dazu noch seine Wahlmodule dazu wählen. Also SMT ist ein ganz normaler Bachelor of Science, heißt 180 Credits. Davon sind bei SMT 30 Credits aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Das heißt im Klartext, man muss 6 Module aus den Naturwissenschaften oder Engineering Fächern wählen. Da ist man aber auch komplett frei, wann und wie man das macht. Ob man jetzt Physik, Biochemie, Elektrochemie, Green Chemistry, was auch immer. Man kann wirklich wählen, was man möchte. Aber es wird halt nicht immer alles angeboten. Das heißt, man muss vorher ein bisschen schauen, was im Sommer- und Wintersemester angeboten wird. Aber ansonsten kann man wirklich alles machen, was man mag. Dann gibt es noch 18 Credits aus den Management-Modulen, heißt aus der BWL-Richtung. Und das sind dann so 3 bis 4 Module. Und dann gibt es noch 3 Credits aus den General Electives, also
generellen Wahlmodulen und das ist im Moment sind es nur Sprachen. Das heißt nicht, dass man nur einmal einen Sprachkurs belegen darf. Das heißt nur, dass eben ein Sprachkurs angerechnet wird und eben dann auch die Note mit reingeht. Und das finde ich persönlich sehr, sehr cool, auch weil es eine sehr gute Vorbereitung ist für dann die Auslandssemester, die auch in dem Modulplan hier vorgesehen sind. Also nach dem vierten Semester ist man dann ein bisschen freier noch, weil man dann, wenn man alle seine Pflichtmodule gemacht hat, dann gibt es die Projektstudies. Also man geht dann tatsächlich in eine Projektarbeit mit einer Firma. Das kann zum Beispiel BMW sein, das kann auch eine kleinere Firma hier aus Straubing sein und macht dann für die Projektarbeit und hat dann dazu noch seine Wahlmodule aus den Naturwissenschaften oder aus dem Managementbereich. Genau, und dann im sechsten Semester schreibt man seine Bachelorarbeit und hat dann noch ein paar Wahlmodule dazu. Und vorgesehen ist es tatsächlich, dass man zum Beispiel im fünften Semester oder wenn man 8 Semester machen möchte, im 7. Semester, beim 6., dass man da ins Ausland geht, zum Beispiel bei Erasmus, aber TUM hat auch ihr eigenes Austauschprogramm, also TUMEX. Und da kann man sich dann ein Jahr vorher bewerben. Das heißt, die Auslandsaufenthalte sind zwar nicht Pflicht, sie sind aber so vorgesehen, dass der Modulplan das auch hergibt. Jetzt gibt es natürlich auch verwandte Studiengänge, wie zum Beispiel Wirtschaftsingenieurwesen oder Bioökonomie. Wie genau würdest du dich da entscheiden zwischen den verschiedenen Optionen? Genau, es gibt verwandte Studiengänge, wie zum Beispiel Bioökonomie oder Wiing. Bioökonomie wird zum Beispiel auch hier in Straubing von der TUM angeboten. Und wir haben auch Kursüberschneidungen, das heißt zum Beispiel Mathe, Statistik, BWL. Allerdings ist das Ziel der Bioökonomie ganz anderes als bei SMT. Die Bioökonomen setzen auf biogene Rohstoffe und beschäftigen sich mit der Umstellung der Rohstoffbasis von fossilen auf biogenen Rohstoffen. Das ist dann eher so eine VWL, gesamtwirtschaftliche Sicht. Wie kann ich das gesamte System oder alle Prozesse so umstellen, dass ich nur noch nachwachsende Rohstoffe benutze? Das heißt, es ist sehr dieser Circular Economy Ansatz. Und wenn man sich den Modulplan mal anschaut, dann sind hier halt so Sachen drin wie Verfahrenstechnik, Grundlagen Thermodynamik, Holz als Rohstoff, biogene Ressourcen und so weiter. Und das sind eben Pflichtmodule und die muss man machen als Bioökonomie-Student. Und man hat weniger Wahlmodule als bei SMT, beides im naturwissenschaftlichen wie auch im Managementbereich. Also es sind einfach ein bisschen andere Sichtweisen und Ansätze. Und wenn man sich jetzt Wirtschaftsingenieurwesen anschaut, dann ist die Mischung da auch ganz anders. Also bei Wirtschaftsingenieurwesen geht es ja darum, dass man BWL mit einem Ingenieurwesen-Studiengang kombiniert. Und dann kommt es auf die Uni drauf an und auch auf seine Vertiefung, ob man jetzt Maschinenbau, Elektrotechnik oder Controlling macht, wie da so die Mischung ist und was man jetzt genau macht in seinem technischen Teil. Und wenn ihr jetzt vor der Wahl steht und sagt, okay, ich interessiere mich hier für diese 3 Studienfächer, bin mir aber unsicher, was ich jetzt genau machen soll, dann würde ich euch wirklich empfehlen, nehmt euch die Modulpläne, schaut euch die an, vergleicht die, schaut euch die Pflichtmodule an und wenn ihr euch jetzt nichts unter dem Namen von dem Pflichtmodul vorstellen könnt, schaut in das Modulhandbuch. Da steht es dann beschrieben, was dann in diesem Modul gemacht wird. Und dann guckt, okay, wie viele dieser Pflichtmodule könnten mich eventuell interessieren. Ihr müsst nicht zwangsläufig jetzt schon gut darin sein, aber einfach ein generelles Interesse dafür wäre ganz schön, wenn man das dann mitbringt. Und das ist eben dieser grundlegende Unterschied eben noch zwischen diesen 3 Richtungen. Aber es wären auf jeden Fall alles 3 sehr gute Möglichkeiten. Welche Erfahrungen sollte ich denn als Student mitbringen und welche Fächer in der Schule sind dafür vielleicht auch vorteilhaft? Also meiner Meinung nach empfehlenswert ist auf jeden Fall Mathematik. Die TUM ist immer noch eine technische Universität und Mathe ist ab dem ersten Semester sehr relevant, wie wir es ja vorhin schon einmal ganz kurz hatten wegen den GOPs. Also man braucht Mathe ab dem ersten Semester. Man muss allerdings auch nicht herausragend in Mathe gewesen sein oder es gar als Leistungskurs gehabt haben. Man kommt aber trotzdem nicht um die Mathematik herum. Alle anderen naturwissenschaftlichen Fächer, Physik, Bio, Chemie, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das vielleicht mal in der Oberstufe belegt zu haben. Es ist aber keine Voraussetzung. Ich würde auch Englisch empfehlen. Man muss jetzt kein Profi in Englisch sein, das kommt dann mit der Zeit. Aber einfach, weil es ab dem Semester auch schon mit Mathe und Statistik und mit den ganzen Fächern auf Englisch losgeht und halt inhaltlich schon losgeht, sollte man auf jeden Fall ein bisschen Übung in Englisch mitbringen. Aber das kommt auch mit der Zeit. Interesse an den naturwissenschaftlichen Fächern ist Voraussetzung. Man muss 6 belegen.
und die dann auch machen. Das heißt, wenn das wirklich gar nichts für einen ist, sollte man das nicht machen. Nachhaltigkeit ist sehr relevant in dem Studiengang. Das heißt, man sollte daran auf jeden Fall interessiert sein. Sonst ist dieser Studiengang nichts. Leute, die interessiert sind an nachhaltiger BWL und Management, die einen Einblick in die naturwissenschaftlichen Basics und in die Seite hinter den Produkten und Fertigungstechniken verstehen wollen, für die würde ich auf jeden Fall SMT empfehlen, die dann wirklich diesen Einblick in die Prozesse dahinter bekommen und wirklich verstehen, was sie da eigentlich managen und auch verstehen können, wie man diese Sachen nachhaltiger gestalten könnte und auch nachhaltiger vermarkten könnte. Das wäre für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn euch das interessiert, dann ist SMT auf jeden Fall was für euch. Eine Frage, die natürlich auch sehr viel interessiert, ist das Studienleben. Wie genau kann man sich das denn bei euch vorstellen? Ja, Straubing. Klein, aber fein. Manche mögen es nicht so sehr, aber irgendwie mit der Zeit mag man dann Straubing dann doch mehr, als man so zugeben möchte. Es gibt hier momentan 1000 Studenten, das heißt, das ist dann doch relativ klein und familiär und man ist, wie gesagt, sehr, sehr nah an seinen Dozierenden dran und kann nach den Vorlesungen immer individuelle Fragen klären und die meisten Dozenten sind da auch sehr, sehr gerne bereit für. Wir sind in der Nähe des Bayerischen Waldes, der sich hervorragend für Wandern und Radsport eignet. Ist auch ein sehr, sehr gutes Triathlon-Gebiet, da es hier auch die Donau direkt vor der Tür gibt. Und Straubing an sich eignet sich sehr, sehr gut zum Joggen. Hier gibt es auch einen schönen Wald. Das heißt, sportlich kann man hier eigentlich auch viel machen. Es gibt hier eine Kletterhalle, eine ziemlich große. Und ansonsten gibt es viel Unisport. Es gibt Gruppen für Volleyball, Fußball, Floorball, Radfahren, Basketball, Joggen. Also eigentlich alles, was so das Herz begehrt. Und wenn es genügend Leute gibt, die einen bestimmten Sport machen möchten, dann findet sich da eigentlich auch immer eine Möglichkeit, das von der Uni her zu organisieren. Die Fachschaft organisiert einige Partys, Unibälle, aber auch eben auch kleinere Sachen wie Karaoke und Spieleabende. Und wenn man sich anderweitig ökologisch noch engagieren will, dann organisiert die Uni mit dem Uni-eigenen Green Office Aktionen wie Sustainable Dinner oder auch Aufräumaktionen. Vor allem im Sommer, auch im Winter, aber vor allem im Sommer gibt es auch Wettkämpfe in der Stadt, wie zum Beispiel das Beachvolleyballturnier oder das Drachenbootrennen auf der Donau. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Und den Stadtlauf. Für mich aber auch das Coolste an gerade dieser kleinen Stadt, weil das eigentlich nur in einer kleinen Stadt wie Straubing gut funktioniert, ist das Running Dinner. Wo man im Prinzip bei jedem Gang Vorspeise, Hauptspeise, Dessert in einem anderen Haushalt mit anderen Leuten ist, beziehungsweise auch seinen Haushalt dafür hergibt und dann hier viele neue Leute kennenlernt und das ist wirklich echt immer sehr lustig und man lernt da auch die ganze Studentenschaft kennen, denn selbst nach einem Jahr hier kenne ich nicht alle 1000 Studenten. Man denkt immer klein, aber dann sind es doch eigentlich mehr Leute, was man so denkt. Der Stadtkern ist außerdem sehr, sehr hübsch und süß. Regensburg ist mit einem Regionalzug innerhalb von 30 Minuten zu erreichen und Regensburg hat ein sehr, sehr tolles Nachtleben und eine gute Barszene. Und wofür Straubing auch sehr, sehr bekannt ist, ist das Gäubodenfest, was jetzt gerade vorbei gegangen ist. Das ist das zweitgrößte Volksfest nach dem Oktoberfest. Und hier reisen tatsächlich auch Leute extra dafür an. Und es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Event. Ansonsten gibt es hier noch ein sehr gutes Eishockey-Team, die Straubing Ice Tigers, die sehr erfolgreich waren in den letzten Saisons. Also klar, Straubing ist klein, aber fein, aber es hat dann doch sehr viel mehr zu bieten, als man vielleicht aus dem ersten Blick so denkt. Gibt es dahingehend auch irgendwie Zulassungsbeschränkungen an eurer Uni beziehungsweise für diesen Studiengang? Und wie sieht es eigentlich aus mit der Anzahl an Studierenden, die jedes Jahr anfangen beziehungsweise auch abbrechen? Es gibt per se kein Numerus Clausus. Es gibt ein Auswahlverfahren, was auch außerhalb von Hochschulstart läuft. Das heißt, man lädt dann alle seine Dokumente bei dem TUM-eigenen Portal hoch. Das sind in diesem Fall seinen tabellarischen Lebenslauf, maximal 2 Seiten englisches Motivationsschreiben, in dem man darlegt, warum man das studieren möchte und warum man gut für dieses Studium wäre zum Beispiel. Aber das kann man auch alles nachlesen auf der TUM-eigenen Seite, was man da so reinschreiben könnte. Und dann lädt man auch sein Abi-Zeugnis und sein Perso hoch und kriegt dann
basierend darauf eine Punktzahl. Und da wird zum Beispiel, dieser Punktzahl wird gewertet, wie deine Motivation dafür ist oder auch deine Abi-Noten, also dein Abi-Schnitt. Aber der Abi-Schnitt wird nicht als Numerus Clausus gewertet, sondern da werden die naturwissenschaftlichen Fächer, die du belegt hast, zum Beispiel Biologie, Physik und Mathe, werden dann stärker gewichtet, weil die eben relevanter sind für den Studiengang, damit es eben nicht 1:1 nur dein Schnitt ist. Genau, und dann kriegt man eben eine Punktzahl da drauf und je nachdem, wie hoch die ist, kriegt man entweder direkt eine Zulassung, was bei einigen wenigen dann der Fall ist, oder man wird nochmal zu einem persönlichen Gespräch eingeladen, wo dann eben weitere Fragen gestellt werden zur Motivation und so weiter. Und darauf basierend wird dann die Punktzahl nochmal angeglichen und dann bekommt man eben eine Zulassung oder eben nicht. Wir haben eine ungefähre Abbrecherquote oder eine Quote an Leuten, die entweder nach einem Jahr sich entschieden haben, doch was anderes zu machen oder diese GOPs nicht geschafft haben, von ca. 25%, was geringer ist als bei vielen, vielen anderen Studiengängen, wo es ja eigentlich mindestens ein Drittel ist, wenn nicht sogar die Hälfte der Leute, die nach dem ersten Jahr aufhört. Das liegt einfach auch daran, dass bei diesem Studiengang vorher geschaut wird, wer passt zu dem Studiengang und eben vorher gesiebt wird und nicht im Nachgang durch Klausuren. Wie sieht es dann nach dem Studium aus? Also ist irgendwie ein Master üblich und eine wissenschaftliche Karriere oder kann man auch in die Wirtschaft gehen? Was ist da so irgendwie der typische Weg nach dem Bachelor? Tatsächlich ist nach dem Bachelor ein Master selbstverständlich möglich und wird auch hier in Straubing von der TUM angeboten. Es gibt aber auch andere Angebote von anderen Unis im Master, die jetzt zwar nicht SMT sind, aber natürlich auch irgendwie ähnlich. Man kann mit dem Bachelor of Science einen reinen BWL-Master machen. Man kann auch in ganz viele andere Masterstudiengänge einsteigen. Dadurch, dass wir einen Bachelor of Science haben und eben diesen technischen Hintergrund noch mitbringen. Natürlich ist danach auch eine Arbeit in der Wissenschaft und Forschung möglich. Man kann einen Doktor machen. Ich kann allerdings ein bisschen was dazu sagen, was es so für Angebote gibt, da wir in Straubing regelmäßig einen Career Day machen, wo sich die Firmen vorstellen, die tatsächlich dann auch Jobangebote haben. Und da gibt es Jobangebote, wie man sie auch für die reinen klassischen BWLer finden würde, aber eben auch Jobangebote eher im Projektmanagement und auch in der Nachhaltigkeit, was ja dann doch sehr relevant ist, eben weil es immer relevanter wird und auch Firmen in der gesamten Bandbreite bewegt. Um jetzt einfach mal ein paar Namen zu nennen, die beim Career Day da waren und sich vorgestellt haben. Da war alles vertreten von Bayer über Beratungsunternehmen wie McKinsey, KPMG und Camelot, zu Roche, SAP und Lindner. Auch kleinere mittelständische Firmen waren da. Also die Nachfrage für SMT-Absolventen ist definitiv da. Der Markt ist da und es wird definitiv nach Leuten gesucht. Mit deinem Studium bist du natürlich mitten im Geschehen bei einem sehr relevanten und zeitaktuellen Thema. Gibt es dahingehend bestimmte Trends oder Beobachtungen, die du gemacht hast, die du besonders interessant findest und gerne teilen würdest? Das ist eine hervorragende Frage. Gerade in Deutschland und auch in Europa wird das Thema Sustainability immer wichtiger. Und spätestens seit Corona und den Lieferkettenengpässen wird uns bewusst, wie wichtig auch Sustainability für uns im ganz normalen Leben ist. Jetzt nicht nur, was unseren CO2-Ausstoß angeht, sondern wirklich sich die gesamte Lieferkette anzuschauen und zu schauen, okay, wie nachhaltig bin ich auf der gesamten Breite? Und da geht es eben nicht nur um Environmental Nachhaltigkeit, also wie schlimm ist meine Produktion für die Umwelt, sondern eben auch um Social und Communal Sustainability. Wie sind meine Arbeitsbedingungen in meinen Fabriken? Was passiert eigentlich entlang meiner gesamten Lieferkette? Und das ist eigentlich das, was für mich super interessant ist, also Value und Supply Chain Management. Auch was das Thema Closed Loop Economy angeht, das ist ja auch etwas, das in sehr weiter Ferne liegt, aber die aktuellen Forschungen zu diesem Thema finde ich eigentlich auch mal ganz interessant, wobei es echt schwierig ist, in diesem riesigen Thema Sustainability wirklich alle Forschungen und alle Entwicklungen irgendwie im Blick zu behalten. Vielleicht um eine Sache rauszupicken, wie gesagt, ich finde Supply and Value Chain Management super interessant.
Um jetzt bei Deutschland zu bleiben, das Lieferkettengesetz hat ja viele Vorteile, aber bringt eben auch sehr viele Herausforderungen, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen mit sich, die jetzt auf einmal dieses Lieferkettengesetz vor sich liegen haben und das umsetzen müssen. Und das finde ich super interessant und super wichtig, wie man diese Unternehmen dabei unterstützen kann. Zu guter Letzt natürlich noch unsere Lieblingsfrage. Welche Tipps oder Ratschläge würdest du deinem jüngeren Ich beziehungsweise unseren Zuschauern mitgeben? Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, mal in seinem Leben einen längeren Auslandsaufenthalt oder eine längere Reise zu unternehmen, am besten unabhängig von seinen Eltern. Ich war zum Beispiel mit 15, 16 für ein Schuljahr mit Rotary in einem Jugendaustausch in Mexiko und das war eine so unfassbar tolle Erfahrung. Also es war mit einer der besten Erfahrungen in meinem ganzen Leben und ich habe nicht nur super, super viel über die Kultur gelernt, über die mexikanische Kultur, aber auch über mich selber. Ich bin als Person unfassbar gewachsen in dem Jahr und habe in dem Jahr auch ganz andere Perspektiven bekommen, nicht nur zu Deutschland, sondern zum Leben generell. Und das würde ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen, mal eine längere Zeit zu reisen. Und ein Tipp, der für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist: Jede Situation ist das, was ihr draus macht. Ob es jetzt akademisch oder beruflich oder persönlich ist, jede Situation, in die ihr kommt, ist nicht immer das, was ihr erwartet habt. Das hängt auch nicht immer von euch ab. Es ist nicht immer eure Schuld. Und das Leben läuft nun mal nicht so, wie man es gerne möchte oder wie man es geplant hat. Aber das, was entscheidend ist, ist, wie man mit diesen Situationen umgeht. Das heißt, macht was draus und traut euch. Luise, vielen Dank dir für die Zeit und die super coolen Einblicke. Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank auch dir. Solltet ihr jetzt noch irgendwelche Fragen haben, die unbeantwortet geblieben sind zu irgendeinem Thema, was jetzt hier in dem Interview angesprochen wurde, dann nehmt doch gerne Kontakt auf, schreibt mir, ich nehme mir dann sehr gerne die Zeit und beantworte all eure Fragen und helfe euch da auch sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Start und ganz, ganz viel Erfolg. SMT ist wirklich ein total toller Studiengang und ich persönlich bin super überzeugt davon und ich bin mir sicher, dass ihr es auch sein werdet, wenn ihr euch dafür entscheidet. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Erfolg und vielen Dank. Tschüss! Das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und ein Abo freuen wir uns natürlich sehr und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!